Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier in China angekommen tatsächlich. Krieg gegen China. Und ja, wir können uns hier gratis Bürger beschaffen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, können wir jetzt hier Bürger bauen? Wir können immer noch keine Bürger bauen, das war nutzlos. Verdammt. Naja gut, ich meine, wir haben ja noch unseren Priester. Und genau, wir führen einen Cyberkrieg gegen China. Wir haben hier unsere Cyborgs. Und unser nächstes Ziel ist, ist das Forschungslabor im Süden. Das hier. Und ja. Auch nicht schon wieder so... Mann! Ihr nervt! Die ballern immer meine Priester weg. Diese blöden Wachposten. Ja, ja, diese Laserwacht. Wächter, ja, Wächter. Wachposten sind es noch nicht mal, es sind Wächter. ach ja, das ist schon was hier in dieser Mission. Aber so Schritt für Schritt. Ja. Da kommt er wieder mit Hubschraubern. Wieder wahrscheinlich feige auf meine Bürger. Nee, noch nicht mal. Okay, gut. Alles klar. Dann schießt die Hubschrauber kaputt. Los. Schießt die Hubschrauber kaputt, lieber Ares-Roboter. So, Gregor den Zweiten. Unbedingt hochheilen. So, Bams hier. So, und den auch weg damit. Den Wächter. Mach die mal ein bisschen stärker. So, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. What? Was kommt denn da alles an? What? Ja, okay, aber die können sich ja zum Glück selber wehren. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Okay, meine Priester, wo seid ihr? Da sind sie. Ich dachte schon, die wären schon wieder gestorben. Nee. Jetzt ist eine beim Stein. Okay. Ich brauche da mehr. Oh, nicht schon wieder so ein... So ein Wächter da oben, ey. Ja, ja. Ja, du kannst uns helfen, indem du da Stein abbaust. Ja, das ist okay, komm. Weiter bekehren, Priester. Weiter bekehren. So. So, dann drei beim Stein. Das ist sehr schön. Amen. Alles klar. So, dann hier, zack. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir hier Religionseinheiten benutzen. Ach, die Flieger wieder. Aber ich finde das gar nicht mal schlecht, dass wir da jetzt uns hier die Bürger holen können. Es ist halt nur schade, dass wir keine Bürger selber bauen können. Ne? Das ist ein bisschen kacke. Aber... So, weiter geht's hier. So, bekehren. Los. Holt euch den. Beziehungsweise die. Das ist eine Frau. Alles klar. Dann haben wir da auch schon voll. Ja, du kannst uns helfen. So. Dann hier bekehren. Los. Zu zweit. Geht immer schön schneller. So, dann sind fünf beim Stein. Das heißt, wir können uns hier weiter einmauern mit Türmen, ne? Alles klar. Wunderbar. Das heißt, die bauen hier den Turm auf. So, Nahrung haben wir. Beim Eisen haben wir nur. Ja gut, aber Eisen brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Wir haben auch Bevölkerungslimit, merke ich gerade. Oh Mann. Ja gut. Dann schön bekehren. Los. Amen. Ganz genau. Wieder die Gesänge des russischen Volkes hier. Tanzt, los, tanzt. Och. Ach, Mann, jetzt kommt er wieder mit seinen Drecks-Einheiten da an. Oh, ihr nervt, wisst ihr das? Blöde Wächter. Scheiß Manneken. So, mach die Manneken platt hier, so. Schön, der will natürlich mal wieder auf die Bürger, ne? Ist ganz klar.
Der mit seinen Dreckswächtern. Mann. So. Aber. Oh, warum nicht? Ah, die kosten 175. Okay. Warum fehlen hier wieder zwei? So. Warum fehlen hier wieder zwei? Ist der wieder hier angeschissen gekommen? Dann bauen wir hier einen Turm hin. Und ja, ich glaube... Schau ich das an. Wir haben hier schon eine ordentliche Armee zusammen. Okay. Das heißt... Ich werde, glaube ich, nur mit denen... Was ist das? Das ist noch ein Turm da oben. Den brauchen wir noch nicht mal. Gut, da kannst du danach bitte noch einen Turm hier hinten hin machen. Komm. So. Der Priester, den brauche ich erstmal nicht mehr. 6 Gebäude müssen noch erobert werden. Wo sind 8 Cyclops-Produktionsstätten? Was ist das? Das ist China, ne? 8 Cyborgs-Produktionsstätten, okay. Wisst ihr was, Freunde? Wir haben lang genug gewartet. Lass uns losgehen. Einen puren Cyborg-Krieg haben wir jetzt hier, ey. Richtig cool, so. Dann. So, wir haben hier Team 1 und unser Team 2, so. Ja, sehen wir es mal, ne, wie wir uns hier entwickelt haben. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Schau ich das an. Da stehen wieder die blöden Wächter hier. Ja. So, alles klar. Das kommt da wieder, wenn ich angeschissen, wenn ich angreife, ne? So. Dann hier Bams. Die Apolls bitte mitkommen. So. Oh Gott. Flax. Oh Gott, die müssen wir platt machen. Weil die Flachs, die sind übel. So. So, heilt bitte Grigor den Zweiten hoch. So. Die Flak bitte kaputt machen. Sehr gut. Und hier diesen Turm platt machen. Mach den kaputt. Los. What? Die haben schon die Zweier-Version. Oh mein Gott. Die haben schon die Zweier-Version. Krass. Ja, Freunde, es gibt zwei Versionen von den Cyborgs. Einmal Version 1 und einmal Version 2. Ihr könnt euch vorstellen, dass Version 2 deutlich stärker ist, ne? Weil es halt die Weiterentwicklung ist. Und, naja, die Apolls hier, die leisten einen guten Job. Alles klar, aufmachen, los. Aufmachen und rein da. So. Bäm. So, wunderbar. Dann hier das Ding kaputt machen und Grigor, der Zweite. Ah, ne. Molotow muss hier hin. Molotow muss hier hin, genau. So, Bams. Bams. Weitermachen, so. So. Ohne logistische Unterstützung eines Stadtzentrums können wir dieses Wissen nicht nutzen. Es gibt auch beunruhigende Informationen. Okay. Zeitreisen. Jetzt fangen sie auch noch mit Zeitreisen an. Das heißt, wir müssen hier jetzt ein Stadtzentrum bauen, oder was? Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten drin, ne, ein Stadtzentrum bauen. Na toll. Von welchen Bürger denn? Ein Stadtzentrum. Shit. Das heißt, ich brauche noch mehr Bürger dafür, ne? Oh, Hubschrauber! Was sind das denn für welche? Spektra-Hubschrauber, okay. Krass. Okay. So, dann brauche ich jetzt mal... okay. Dann brauche ich jetzt mal 5... Nein, einen weniger. So. Nein, ich brauche einen weniger. Was zur Hölle? So. Ihr bringt bitte mal euer Zeug weg und, genau. Ihr kommt mal bitte hier runter. So.
Ihr macht hier alles kaputt. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. So. So, Grigor, du schießt schön weiter auf das Stadtzentrum. Meine Güte, ist der stark. Grigor, was hast du denn für ein... Ach, Grigor, sag ich schon. Molotow. Molotow, was hat der denn für eine Power? So, das heißt, wir brauchen hier unten ein Stadtzentrum, oder was? Ja, das könnt ihr gerne haben. Was ist das denn? Orthodoxe Kirche. Och, Leute, jetzt hört doch mal auf. Ihr feigen Ratten, echt. Immer auf meine Bürger. Mach die kaputt. Immer auf meine Bürger, das ist ja wohl lächerlich. Das ist ja wohl echt lächerlich jetzt. Fiese immer auf meine Bürger gehen. So, bevölkern. Wir können ins Nahrungszeitalter. Dank den Chinesen. Sehr gut. What? Jetzt kommt er aber an hier. Wetten, der schießt wieder meinen Bürger kaputt? Nee, nee. Die halten aber was aus, ne? Die Wächter. Die halten echt was aus, muss ich sagen. So. Wir können ins Nano-Zeitalter. Alles klar. Dann kriegen wir nämlich auch die 2.0er-Version von den Cyborgs. Das ist natürlich schon mal geil. So, okay. Dann kommt ihr mal bitte hier zurück. Wir werden angegriffen. What? Von wo? Ach, da ist noch so einer. Hier, chinesische Stadt. So, dann folgt mal bitte den Apolls. Was kommt da oben? Hyperions. Oh, shit. Leute, schneller. Schneller zurück hier. Was zur... Wow. Oh, hier ist noch der... Nee, okay. Wow, das war so klar. So. Alles klar. Wo sind meine Bodeneinheiten? Da sind sie. Okay. So, mach die Hyperions platt. Oh, wunderbar. So, wir haben jetzt 19. So, Cyborgs, Ultra. Kostensenkung. 21, das ist schon übel. Cyborgs Kampf. Reichweite. So, Reichweite ist immer gut. So, schaut euch das an. Wir können den Ares zu Ares 2 aufwerten. Pandora 2, Minotaurus 2. Das heißt, wir haben tatsächlich Weiterentwicklungen unserer geilen Cyborgs. Und dieser Flieger, ne? Der geht mir hier ganz schön auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber er ist weg. Sehr gut. Der ist erstmal weg. Wir haben genug Nahrung, wir haben genug Gold. So, die werden sich nämlich gleich schön verändern. So, haben wir es jetzt hier? Ja, Ares 2 Forschung. So, ihr seht jetzt gleich, wie sich die verändern werden. Ja, ein paar Sekunden noch. Die werden dann richtig cool. Schaut euch das an. Wir werden angegriffen. Ist erstmal egal. So, ich will die Weiterentwicklung sehen. Und? Zack. Schaut euch das an. Die sind einfach mal doppelt so stark oder irgendwie sowas. Ja. So, aber die Minotauren, die können wir ja trotzdem mal aufwerten. Warum eigentlich nicht? Ija Molotow. Die Pandora auch. Und ihr seht, die haben jetzt eine andere Farbe beim Schießen. Die haben jetzt Gold. Die schießen jetzt mit goldenen Dingern. Und, ja. Und die sind einfach viel, viel stärker. Okay. Ach, das ist mir eigentlich alles egal. Das könnt ihr ruhig machen. Ist kein Thema. Ich bin schon im Nano-Zeitalter. So, sehr gut. Das heißt, ich würde mich jetzt hier weiter aufbauen. Das heißt, noch ein paar Ares-Dinger. So. Und wenn die gleich dann fertig sind... Jetzt haben wir sogar alle chinesischen Gebäude hier platt gemacht. Erobern, erhalten Sie 6 Gebäude, bis noch erobert werden. Ja, aber... Von wo denn noch? Wozu soll ich denn hier
8 Gebäude, 8 Cyberproduktionsstätten erobern. Warum, wenn ich doch jetzt schon genug habe? Naja, egal. Und ja, liebe Leute, dann hoffe ich, dass es euch nach wie vor hier gefällt. Ich nehme es nach wie vor an diesem Freitagabend auf hier. So, was ist das für ein Refraktionsschild? Mach das mal. Refraktionsschild. Ist der dann geschützt oder was? Das wäre natürlich... Diffraktionsschild. Was ist das andere? Ionenpuls. Wartet mal, ich speichere das erstmal. Nicht, dass das schief geht. Ich weiß ja nicht, was es ist. Ne? So. Ionenpuls. Was ist das? Die können sich verteidigen. Ja, okay. Das ist natürlich heftig, ne? Die können sich selber verteidigen, ja. Das ist cool. So, wir haben 800 Steine. Aber die Verteidigung steht. Das ist Gold wert, Freunde. Die Verteidigung steht. Ach. So. Die Apolls, die fahren bitte mal nach vorne. So, und dann kann ich jetzt eigentlich hier... So. Einmal schön marschieren. Und dann mal gucken, was die chinesischen Städte hier treiben. Ah, die hier, die müssen wir uns alle holen, ne? Das ist... Die hier auch. Wartet mal. 3, 4, 5, 6. Die 4, die müssen wir uns holen, ja. Okay. Ich spüre seltsame elektromagnetische Energiestörungen. Die Chinesen fahren ihre Zeitmaschine hoch. Okay. Sie werden versuchen, unsere Vergangenheit zu ändern. Molotow, sie müssen die Zeitmaschine zerstören, bevor sie völlig aktiviert werden kann. Okay, das heißt, wir müssen hier hoch. Zeitmaschine, wow. Da haben die Chinesen tatsächlich eine Zeitmaschine entwickelt. Krass. Okay, bringen Sie Molotow zur Zeitmaschine in Peking. Dann machen wir das doch einfach. Oh Gott. Hier, verbleibende Zeit, bevor schon ein Wundersieg erringt. Das heißt, wir müssen hier das kaputt machen. Verdammt! Wir haben ein Zeitlimit. Okay, aber das schaffen wir zum Glück dank unserer Ares-Roboter. Alter! Was macht ihr denn hier? Was, wo kommen die denn jetzt her? Okay, macht die Flachs kaputt, bitte. Oh, ihr macht das schon da, ja? Ihr macht das schon. So. Oh, jetzt wird's übel. Wo ist denn Molotow? Da ist Molotow. Okay, sehr gut. So, oh Gott. Ein Wundersieg, ja. Ja gut, dann macht das so. Das ist doch okay. Bams, so. Rein hier, los. Ab nach Peking, Freunde. So. Dann chinesische Stadt. Okay, dann hier. Schlacht der Zukunft hier. Schaut euch das an. Geil. Das sieht geil aus. Die ganzen Laserwaffen hier. Das sieht schon krass aus, ja. So. So. Molotow. Geh bitte hier zum, zur Zeitmaschine. Geh zur Zeitmaschine, Molotow. Nicht Turme, nicht auf den Molotow schießen. So. Yes. Okay. Wunderbar. Ah, die Cutscene hat man leider nicht so gut gehört, weil die hier einfach weiterballern. Ich habe die Pläne für die Zeitmaschine und den Prototypen vernichtet. Aber die Strahlung, die bei der Explosion frei wurde, war wohl zu viel. Was? Keine Angst, Molotow. Neurussland kann nicht auf einen so bekannten Soldaten verzichten. Unsere Wissenschaftler können fast alles reparieren. Okay. Okay, das ist natürlich... Mist, ey. So. Wir haben jetzt scheinbar Molotow verloren.
Was versucht ihr da schon wieder? So, was müssen wir denn erobern und halten sie? Ja, okay. Aber wenn die hier alles platt machen, dann ist das halt kacke. So, jetzt lasst mal Peking in Ruhe. Los. So, geht raus hier. Verdammt nochmal. So, macht mal bitte so ein Schild hier. So, dann nochmal ein Schild bitte für den da. So, der müsste jetzt eigentlich unverwundbar sein. Ja, ist Sinze. Sehr gut. So, dann haben wir zumindest die Zeitmaschine jetzt mal erledigt. Das gefällt mir gar nicht. Abholz. Heilt den bitte. Halt euch gegenseitig hoch da. Halt euch gegenseitig. Oh Gott. Okay, wunderbar. Ihr haltet euch hoch, ja? Irgendwann muss der abdrehen. Der muss gleich abdrehen. Ach du Heilige! Was zur Hölle? So, hier unten ist der Krieger der Zweite. Alles klar. Ihr sammelt euch mal bitte. Was ist das? Energie. Nee. So. Machen wir die mal ein bisschen schneller hier. Geschwindigkeit ist immer gut. Alles klar, dann können wir eigentlich in die chinesischen Städte hier marschieren. Aber warum soll ich denn... Warum sollen wir denn 8 chinesische Cyborg-Fabriken übernehmen, wenn das doch gar nicht... Unnötig ist das eigentlich, weil wir haben hier genug. So. Sehr gut. Bleibt mal bitte alle hier. Ich hol mal 2 Priester. So, ich hol mal 2 Priester. Zack. Alles klar hier. Oh, die Flieger, ne? Ihr nervt. So, dann halt mal bitte. Halt euch mal hier hoch. So. Was versucht er jetzt schon wieder? Ja, genau. So, der will dann wieder auf meine Priester. Hallo, ey! Och, Mensch, nochmal. Könnt ihr mal aufhören? Das ist echt bescheuert, wenn ihr immer meine Priester zerschießt. So. Der kann die zum Glück nicht platt machen, weil wir unsere 4 Apolls dabei haben. Oh, das ist natürlich... Guckt euch das an. So. Keine Chance. Chinesische Stadt. Kein Null Chance hier. So. Wo denn jetzt schon wieder? Oh Gott, aber die Flieger... Die sollen bitte nicht meinen Priester kaputt machen, ja? So, ihr bleibt bitte hier. Was soll denn das, Mann? So. Der Priester kann... Ach, die Uni. Die Uni. Verdammte Universität. So. Der Priester. So. Dann die Flachs bitte kaputt machen. So. Ne, das ist immer noch geschützt. Warum ist das denn immer noch geschützt wegen dieser blöden Uni da? Verdammt nochmal. So, hier. Wegmachen, los. Alles wegmachen, außer die Cyborg-Fabriken. So, alles klar. Aha, dann hier vorne. Dann hier vorne. Apolls. Okay, die helfen mit. Ist sehr gut. So, dann hier die Uni platt machen. So. Alles klar. Dann... Puh, ey. So. Nein! Nein, nein, nein. Nicht diese scheiß Gebäude platt machen. Weil das ist Kacke. So. So, dann chinesische Stadt. Nimm das Gebäude ein. Und? Nimmst du es ein oder was? Das ist ein Cyborg-Labor. Ja, sehr gut. Okay, dann hier auch. Sehr gut. Dann haben wir im Prinzip schon unser Standbein hier unten fast sicher.
Die schieben da schön Wache, das ist sehr gut. Ey, was braucht der Priester so lange, um das Gebäude zu bekehren, sagt mal. Was braucht der so lange? Oh nein! Mist, ey. Ja gut, aber dann... okay. Scheiße. Was braucht denn der Priester so ewig, Mensch? Ich nehme jetzt Bürger mit. Ja, die vom Gold oder die von der Nahrung? Ich nehme mir zwei von der Nahrung mit. So. Bürger. Baut bitte hier unten eine Kirche hin. Das ist mir zu blöd geworden. Mittlerweile. Ja. Und danach dann Flachs, bitte. Oder erst die Flachs? Baut bitte erst die Flachs, die Flugzeuge nerven. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir noch 5 Minuten. Wie viele Gebäude brauche ich noch? Weiß ich gerade gar nicht. Kommt wahrscheinlich gleich wieder eine Einblendung. So, ihr habt doch alle keine Chance. Was soll denn das? Was zur Hölle? So. Die Jäger, also diese Bomber hier, die nerven echt, ey. So. Was ein Glück, dass wir Abholz dabei haben. So. So. Jetzt haben wir hier die Flachs stehen. Oh. Nicht euer Ernst jetzt. Wie blöd kann man denn als Bürger eigentlich sein? Na, ganz ehrlich. Dann nehme ich jetzt die vom Gold mit. So. Baut bitte diese Drecksflachs zu Ende. Was zur... Okay. Hyperion 2. Diese Scheißflugzeuge. So, wegmachen. Die sehen ganz schön stylisch aus, die Dinger, ne? Phoenix, Jägerbomber, ja? Wenn ihr euch die mal anguckt. Die sehen ganz schön stylisch aus. So, Bürger, wo bleibt ihr denn, ne? Mach bitte die nächste Flak weg. Fertig. Und ihr halt jetzt bitte mal diesen hier hoch. Was soll denn das? Hubschrauber! Ja, viel Glück. Dagegen können nämlich meine Ares-Roboter auch kämpfen. Alles klar, dann können wir gleich hier noch die Kirche aufbauen. Da versucht er wieder irgendwas hier anzustellen, aber... ich habe jetzt Flachs hier. Ich habe jetzt Flachs hier, Kollege. Du kannst mir gar nichts mehr. Sehr schön. Und wegmachen. Zack. Und die wollten schon wieder auf den Bürger, ne? Habt ihr das gesehen? So, diese Flachs. Und bitte noch mehr Flachs dann. Einfach noch mehr Flachs. So. Weil das nervt. Das nervt richtig hier. Bams. Und weg. Sehr gut. Alles klar, das heißt, wir können Priester bauen. Wunderbar. Können wir uns noch die Gebäude hier holen. So, ihr haltet euch bitte gegenseitig hoch. Sehr gut. Und ja, dann übernehme ich jetzt noch hier diese... Haben die das platt gemacht? Das ist ja wohl nicht wahr. Die haben das platt gemacht hier unten. Unfassbar, echt. So. Ja, dann... Keine Ahnung. Hört auf! Hört auf zum Teufel. So. Ja, genau. Alles klar. Wir müssen die Gebäude auch halten, ne? Hallo? So, jetzt. Wir brauchen diese Kackgebäude. Ach, ich liebe diese Mucke. So, hier. Bam, bam. Alles klar, so. Chinesische Kirche hier. So. Wegmachen. So, zack. Was brauchst du so lange, um dieses Gebäude zu erobern, Mensch? Ja, dann... Keine Ahnung. Dann... Ah, jetzt. Wunderbar. Okay, dann holt euch weitere Gebäude. 6 Gebäude müssen noch erobert werden, ey.
Oh, wir können hier unten Cyborgs bauen jetzt. Ja, das ist geil. Och, Mann. Immer diese... Dreckswächter. Mann, ey. Genau, jetzt kommt der natürlich, ne? Ist klar. So, ey. Verdammte Hacke. Nervig. Richtig nervig, ey. Aber nicht schlimm. Ja, das könnt ihr ruhig machen. Das ist kein Problem. Das ist doch ein Problem. Wir brauchen diese Gebäude. Wer schießt denn hier? Ach so, dieser Hyperion da. Ja, dann, wir müssen die erhalten, ne? So. Mach die kaputt. Kabam. So. So, wir haben das nächste Gebäude. So, chinesische Stadt hier. Ah, überall die Roboter hier. Mann! So. Mach jetzt mal die Kaserne hier platt. Nach und nach, Freunde, geht's China an den Kragen. So. Bam. Sehr gut. Wir kriegen immer mehr Gebäude. So, der baut hier tatsächlich noch Hyperions raus, ne? So. Wunderbar. Dann hier alles kaputt machen. Mach diese Pagode kaputt. Und dann bleibt ihr bitte hier vorne. Weil wir müssen jetzt hier noch dieses Gebäude mal kriegen irgendwann. Was ist denn da los? Ja, jetzt baust du natürlich hier en masse deine Hyperions, ne? Da weg. Bremse. Ja, alles klar. Gut, das ist doch mal ein guter Abschluss. So. Aber ihr könnt doch auch... Nee, könnt ihr nicht. Okay. Wir müssen diese Gebäude halten. Okay. Alles klar. Gut, liebe Freunde, dann würde ich mal sagen... Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt sie gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.